Herzlich willkommen zum fünften Thema unserer zwölfteiligen Serie, die größten Fehler im Verkaufsgespräch, im Verkaufsprozess. Heute, im fünften Teil, geht es um eine Wiedervorlage oder die Art und Weise, wie du dich organisierst, aber auch automatisierst. Warum ist das so wichtig? Wenn du nur einen Kunden im Jahr brauchst, weil du vielleicht Verkäufer, Vertriebsaußendienstmitarbeiter von Atomkraftwerkhersteller bist, nun, da wirst du nicht so viele Interessenten, so viele Leads möglicherweise in der Anbahnung haben. Da hast du einen großen oder zwei oder drei große Kontaktpartner und mit denen triffst du dich häufiger und da kannst du dir genau den Namen merken und worüber du das letzte Mal gesprochen hast. Wenn du aber nicht solche Hochpreisprodukte verkaufst, sondern im üblichen Segment irgendwas zwischen 10 und 10.000 Euro, dann ist es häufig so, dass du viele Gespräche pro Kunde, pro Kontaktanbahnung auch haben wirst. Und wenn wir das mal hochrechnen, jetzt mit dem Beispiel, das wir in dieser Serie nutzen, du brauchst also beispielsweise 65 Gespräche im Monat, um auf deine 13.000 Euro Umsatz zu kommen, dann kannst du hochrechnen, wie viel das im Quartal sein werden. Du kannst dir hochrechnen, wie viel das im Jahr sind. Wir sprechen also in dem Fall von ungefähr 780 Gesprächen, Kontaktanbahnung, wo du dich mit einem Menschen zusammengesetzt hast, eine Analyse durchgeführt hast, dann die Erfahrung analysiert hast, eine Beziehung aufgebaut hast, ein Angebot ausgebracht hast und vielleicht nur ein Drittel oder ein Viertel geclosed haben. Und die anderen drei Viertel, die anderen zwei Drittel, die sind noch da. Und die nimmst du, wenn du gut organisiert bist mit einem solchen System, von Jahr zu Jahr mit. Das bedeutet also, nicht nur die Anzahl der Kunden werden größer plus deren Empfehlung, sondern auch die Anzahl der Beziehungen werden vielleicht größer, die noch nicht eine Kaufentscheidung getroffen haben. Und es wäre schade, wenn die Menschen vielleicht im nächsten Jahr erst kaufen wollen, weil sie vielleicht jetzt eine finanzielle Problemlage haben und erst im nächsten Jahr so viel Eigenkapital haben, um beispielsweise das Auto zu kaufen, eine Firma zu gründen oder ein Haus zu kaufen. Es wäre schade, wenn dein Mitbewerber dann heute in einem Jahr anruft und dir den Deal wegschnappt. Was du also brauchst, ist ein Wiedervorlagesystem, wo du Hunderte, vielleicht sogar Tausende und große Unternehmen haben vielleicht sogar Hunderttausende bis Millionen Daten in ihrer Datenbank oder in ihrem Wiedervorlagesystem gespeichert und bleiben so mit ihrem Kunden in Verbindung. Egal, ob du zu BMW oder zu Mercedes gehst, du wirst in der Regel von den Werkstätten erinnert, wann der nächste Ölwechsel ist oder die nächste Inspektion fertig wird. Und auch wenn du heutzutage zu einer Kosmetik gehst, Maniküre, Pediküre und du wirst dich über ein Portal anmelden, dann kriegst du auch nach einigen Wochen Erinnerung, wie wär's mal wieder ein bisschen Nägel schneiden. Das bedeutet also, die Königsdisziplin ist nicht nur einen Kunden heute zu gewinnen, den so zu überzeugen oder was manche machen, zu manipulieren, zu therapieren, damit er heute einen Abschluss macht. Das ist nicht die Königsdisziplin Verkauf und verspricht auch nicht den langfristigen großen Erfolg, den zum Beispiel Joe Girard hatte. Den findest du nämlich im Guinness-Buch der Rekorde. Joe Girard war ein Meister darin, mit Menschen über Wiedervorlage in Verbindung zu bleiben. Er hat sogar ein ganzes Team als Autoverkäufer angestellt, um einfach die Briefe, die Postkarten, die Erinnerungen, die Telefonate durchzuführen. Sein Erfolg war so groß, dass er über Jahre mit den ganzen Kunden in Kontakt geblieben ist, aber auch mit denen, die sich noch nicht haben entschließen und einen Kauf entscheiden können. Das Ergebnis war, dass er am Tag teilweise mehr Autos verkauft hat als seine Kollegen im gesamten Monat oder größeren Zeitraum. Üblicherweise hat er 3, 4, 5 Autos am Tag verkauft. Und das ist eine gute Leistung, was wenige im Monat schaffen. Und auch das kannst du machen, wenn du ein Wiedervorlagesystem aufbaust. Wie sieht ein Wiedervorlagesystem aus? Also, als ich mich selbstständig gemacht hatte, hatte ich noch Papierkarten vorne und hinten bedruckt, vorne mit den Daten und der Historie und hinten mit den wesentlichen personenbezogenen Daten, wo alles drauf stand. Und das habe ich gedreht in einem gewissen Rhythmus, in einem Abstand, habe ich mich immer wieder in Erinnerung gebracht, der zulässig war, der angenehm für meinen Gesprächspartner war. Heutzutage kannst du aber viele schon digitalisieren, automatisieren. Heutzutage kannst du sogar künstliche Intelligenz einsetzen, die nämlich aus kleinen oder größeren Big Data Beständen die Interessen herausliest, sich das merkt und angepasst auf die Bedarfe, also auf die Probleme deiner Mitmenschen ganz spezifisch angepasste Angebote macht.
Natürlich gehören dazu auch Remarketing-Prozesse. Wenn also jemand auf deiner Landingpage war für ein spezifisches Produkt A, dann macht es natürlich keinen Sinn, den allgemeinen Newsletter um die Ohren zu hauen, sondern Sonderangebote oder periphere, zugehörige Angebote zum Produktsegment A auch immer wieder anzubieten, aber nicht zu häufig, aber auch nicht zu selten und immer am besten angebunden auf eure Kontaktaufnahme und Gesprächsinhalte. Wie du also siehst, ist hier Verkaufen nicht eine gelungene Einmalhandlung eines schlauen Redners, der manipuliert überzeugt oder einfach ein Grinsen im Gesicht hat wie ein Blendax-Zahnpasta-Verkäufer, sondern hier gilt es darum, einen strategischen Prozess, einen Dienstleistungsprozess für die Menschen aufzusetzen, die Probleme haben und diese lösen wollen. Und diese Menschen sind natürlich auch ständig am Schwanken. Kaufe ich nicht, kann ich mir das leisten, kann ich es nicht leisten, wer ist der beste Dienstleister, wird das Produkt mir helfen, ich habe aber in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen gemacht, werden sich diese wiederholen. All diese Fragestellungen werden sich unsere Interessenten, wirst du dich auch mit auseinandersetzen müssen, wenn du irgendwo hingehst und Kunde wirst. Also bau hier ein Wiedervorlagensystem auf, um mit deinen Kunden oder auch den Interessenten, den noch nicht Kunden, auf den verschiedenen Phasen in Verbindung zu bleiben. Wenn du es abbilden kannst, dann versuch es sicherlich automatisch zu machen. Wenn es aber für dein Geschäftsmodell erforderlich ist, persönliche Beziehungen aufzubauen, wie zum Beispiel im Dienstleistungsgeschäft, nun, dann macht es Sinn, dass du auch persönlich dich meldest, anrufst, auch mal zu einer Tasse Kaffee, zu einem Geschäftsessen triffst, vielleicht mal eine Veranstaltung besuchst oder machst, einen Vortragsabend machst, also Pitch-Gelegenheiten, soziale Gelegenheiten schaffst, wo du dich immer wieder in Erinnerung bringst, um entweder die Beziehung zu erschaffen, die Voraussetzung ist, um einen Abschlusserfolg dann auch zu gewährleisten, abzubilden, oder dass du einfach die Beziehung erhältst und besser werden lässt, damit der Kunde dein Kunde bleibt und dich weiterempfiehlt. Also ohne Wiedervorlage bist du dazu verdammt, jeden Tag neu anzufangen. Deshalb empfehle ich dir, also heute Verantwortung zu übernehmen für deine Wiedervorlage. Vielleicht machst du das hybrid, was heute ja nicht nur in der Fahrzeugtechnik normal geworden ist. Hybrid bedeutet, dass du dir vielleicht eine physische Wiederlage machst mit Erinnerungszetteln auf 90, 120 Tage Basis, wo du dann die Karten dort reinsteckst und dass du parallel eine Datenbank hast, wo du dann alle relevanten personenbezogenen Daten drin hast, dass du dich erinnern kannst, worüber du beim letzten Mal gesprochen hast und vielleicht machst du dort auch eine Wiedervorlage. Nicht umsonst gibt es auch in der Finanzbuchhaltung die doppelte Buchhaltung, um Fehler zu vermeiden. Und schade ist es, wenn der wichtigste Kunde dir immer wieder durch die Lappen dann geht, weil du vergessen hast, weil du einen Fehler gemacht hast, weil du den Zettel nicht gefunden hast oder weil du in deinem digitalen System aber den Laptop zugeklappt hast und dann war die Erinnerungskarte weg und damit der Auftrag, damit dein bester Kunde. Ein erfolgreicher Verkäufer wie Joe Girard im Guinness Buch der Rekorde, der hat nichts dem Zufall überlassen und das liegt jetzt auch in dir, dass du Verantwortung nimmst über diese Fleißarbeit. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe bis zu 10.000 Interessenten in meiner Kontaktbox physisch damals noch mit Computer als Datenbank gepflegt. Ich weiß, was es bedeutet, 20, 40 Telefonate am Tag durchzuführen, vielleicht nur 2, 3 Geschäftsessen oder gemeinsame Tennisspiele, um mit den Menschen, mit den Kunden, mit den Interessenten, mit den Multiplikatoren, mit den Empfehlungsgebern in Verbindung zu bleiben, um die Umsätze zu erzielen, die das Unternehmen braucht. Und jetzt bist du an der Reihe, dein Wiedervorlagesystem einzurichten. Daher lade ich dich ein, jetzt Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unterhalb des Videos und dann wirst du mit unseren Experten gemeinsam deine Situation besprechen und ein Angebot bekommen. Denn letztendlich, egal wie gut dein Finanzplan ist, dein Businessplan ist oder dein Marktauftritt, deine Webseite ist, entscheidend ist, dass du dein Verkaufsgespräch umsetzt und mit den Menschen in Verbindung bleibst, solange bis du mehr Umsätze hast, als du dir gewünscht hast, denn das sollte das Ziel sein in den Zeiten der Krisen, in denen wir leben, dass du selbst in der Hand die Möglichkeit hast, deinen eigenen Arbeitsplatz zu gestalten und zu finanzieren. Und das wünsche ich dir.